Innerhalb eines Monats führte Ayu ihre vereinte Armee vor den Palast des Kaisers. Nun waren nur noch zwei Daimyo übrig. Sie und Seijuro. Diese Orochi aber würde den Lauf der Geschichte bestimmen. Ja, 3.4 Einheit. Um den Kriegsherren Seijuro zu besiegen, muss die Orochi sich in den kaiserlichen Palast schleichen. Und in Empör... der Moment, die Macht hat einfach. Ich weiß nicht, ob wie schwer oder wie leicht die Mission wird. Der kaiserliche Palast. Eine Festung innerhalb einer Festung. Seijuro! Unser Volk blutet! Legt die Waffen nieder! Dann beendet den Krieg. Und kniet vor mir. Seijuro würde nicht aufgeben und er hatte starke Krieger an seiner Seite. Doch wir waren in der Überzahl. Wir brauchten nur einen Weg hinein. Ich war seit 3 Jahren nicht im Palast gewesen. Nicht seit der Kaiser mich verhaften ließ. Seijuro hatte mein Angebot angenommen. Ich gab ihm den Palast. Und mindestens 50 der besten und erfahrensten Samurai-Krieger schlossen sich ihm an. Es waren wenige Papierwände. Kein Hindernis für Stahl. Ohne Scheiß, ich hab gerade überlegt, warum ich denn die Speerkämpferin dabei hab. Ich höre Seijuros Krieger. Habe ich vielleicht irgendwas am Anfang? Ja, es geil. Gibt mehrere Möglichkeiten, eine Belagerung zu gewinnen. Indem man das Tor aufbricht, indem man die Mauern stürmt, indem man die Gegner aushungert. Das macht gar keinen Bon. Oder indem man einen geheimen Weg hineinkennt und den richtigen Krieger dafür auswählt. Au! Nein, nein, nein! Hat er gerade einen Wurfdolch nach mir geschmissen? Ja, schön. Deine Titten haben jetzt das Entköpfen. Das Köpfen überschattet. Ich weiß, kann auch durch die Papierwände da. Finde ich echt nett, dass sie an sowas gedacht haben. Also jede Kampagne hat immer mal so ein paar eigene Kniffe, die halt einfach was mit dem Stil zu tun haben. Sehr hübsch hier. Ich höre Seijuros Krieger. Sinne!
Meine Güte, ey, was ein Hin und Her. Ihr habt hier früher gewohnt? Gepimmel. Die Stadt der Samurai thront auf einer Hochebene, umgeben von Wald. Sie ist eine der sichersten Festungen im Land. Sie wurde zweimal durch Feuer zerstört und mindestens sechsmal durch Bürgerkrieg. Aber niemals durch eine Invasion. Seijuro hatte die besten Krieger um sich geschart und die würden wir auch brauchen. Kommt mit. Ich hasse dich. Boah, du dämliche Speerkämpferin! Versperr mir den Weg nicht nach hinten. Ja, sehr hübsch hier. Schön, dass du mir die ganze Zeit den... Blubub. Den Weg versperrst. Ich höre Seijuros Krieger. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so abgrundtief und er ist einfach so beschissen, weil du einfach den Parierschlag nicht vernünftig ansetzen kannst gegen ihn. Wenn du halt nicht sehen kannst, von beziehungsweise wann du denn wirklich den Kack durchziehen musst. Papierwände. Kein Hindernis für Stahl. Ich hasse es. Ich hasse es. Wer hat hier früher gewohnt? Weißt du, wie ich da vorne einfach reingehe? Kommt mit. Das. Der Witz ist auch, die machen ja auch mehr Schaden als ich. Das kann was geben. Das kann was geben. Mit all seinen Segen. RTRBRB. Ich mach das mit dem Untertauchen und direkt angreifen schon. Ich habe keine Taste gedrückt, außer nach oben Block. Jetzt geht's wieder los, ey. Papierwände. Kein Hindernis für Stahl. Ich habe das Gefühl, einfach, dass die teilweise... Also mal ganz abgesehen davon natürlich, dass die leichte Schläge machen immer mal. Also sehr viel. Aber dass die schneller sind als ich. Auch wenn ich schnelle Schläge mache. Aber der fällt jetzt vom Gift um. Ich höre sie. Ich höre Seijuros Krieger. Ihr steht hier vor mir.
Okay, spielen wir mal auf Tempo. Aber es hilft mir ja nicht gegen den Dicken. Oh, die doofe Speerkämpferin blockt mich wieder nach hinten. Geht's da vorne bergab? Das pisst mich echt an, dann kümmer durch mal eben um den. Weißt, dann sind halt diese Basic Moves der Block, die alle weg und du denkst. Ich höre Seijuros Krieger. Das kann einfach nicht wahr sein. Jetzt schlag den endlich kaputt, danke. Früher gewohnt? Nee, ich habe hier nur die Latrinen sauber gemacht. Ach so, den haben wir ja schon häufig gemacht, den Sturzangriff. Den mache ich auch gerne im Multiplayer. Für den Kaiser. Unser Heer ist auf der anderen Seite. Ich halte das nicht für eine gute Idee. Was nun? Benutze deine Geste, um den wilden Elefanten einzusetzen, der einige Elemente in der Umgebung schwer beschädigen kann. Ich musste einen Weg finden, das Tor zu öffnen. Ich hatte einen Elefanten. Ich höre jemanden in der Nähe. Da kommen sie! Ich sehe den Feind! Es ist jemand hier! Ich darf ihm nicht im Weg stehen! Kannst du dich mal um den einen Typen hier kümmern? Das ist erstaunlich! Ja, ja, ich weiß, ihr wollt gerne gegen mich kämpfen, bla bla bla. Ah, so geht das doch halbwegs. Ach so, ist schon offen. Gar keine gute Idee. Na, ich muss ihn erst zur anderen Seite ziehen. Wir werden angegriffen.
Aber wirklich auch wieder eine nette Idee mit dem Elefanten. So, Dicker, wird Zeit, das Tor für dich aufzumachen. Wir sind in der Überzahl. Legt eure Schwerter nieder. Findet Sejuro. Beim Dicken soll ich übrigens einfach mehr Guard Breaks machen. Ach so, wir müssen jetzt vorstürmen, okay. Durchsucht den Palast. Mein Dicker teilt auch gut aus. Das hast du gut erkannt. Wir sind auch echt schnell durchgekommen. Zu viele Krieger starben. Wir mussten Seijuro finden. Sofort. Ich hole mal eben. Ach so, hier ist eine Truppenverstärkung drin. Naja, zu spät. Der 10. Kaiser. Ein brutaler Kriegsherr. Und einer der wenigen, die meinen Respekt verdienten. Was soll das sein? Pfeile schießen auf einen halben Meter? Seijuro muss Seijuro sein. Kümmert euch um den, danke. Wir können nirgendwo mehr hin. Lass mich raten, er wird da oben drin sein und das wird mein dämlicher Endkampf. Und der wird nicht einfach sein. Und wenn ich verkacke, habe ich das Problem, dass ich dann wieder am Anfang anfangen muss. Und die Mission ist nicht gerade kurz. Sucht ihren Daimyo. Da rein. Es wurde so viel Blut vergossen. Aber wir waren nicht ihre Feinde. Mann, ey. Oh, und jetzt gegen den Daimyo, oder? Jolo ist hat da! Mich hin. Man wird sich an mich erinnern. Als den größten Krieger, den unser Volk jemals sah.
Diese Krieger folgen niemand anderem. Man wird euch vergessen. Der Kämpe des Kaisers wird euch besiegen. Der Kämpe des Kaisers verrottet in einem Kerker in der Unterstadt. Ihr seid es. Der Kämpe. Diese Verräterin. Eher eine Heldin. Seijuro war einer der größten Krieger unseres Volkes. Und ich hatte 3 Jahre im Kerker gesessen. Ihr hättet niemals herkommen sollen! Eure Legende ist übertrieben! Der alte Kaiser war schwach, aber ich bin stark. Gebt auf, Seijuro. Man wird sich lange von eurer Niederlage erzählen. Der Kerker ist euch nicht gut bekommen. Das Schicksal hat mich auserwählt. Nein! Nein, es lief so gut, ey. Fick dich, Alter. Concentration. Seijuro war einer der größten Krieger unseres Volkes. Und ich hatte 3 Jahre im Kerker gesessen. Ihr besiegt mich nicht. Das Schicksal hat mich auserwählt. Ihr seid kein Kämpfer mehr. Och nee, komm schon. Ich hab einen Guardbreak gemacht. Ihr hättet niemals herkommen sollen. Seijuro war einer der größten Krieger unseres Volkes. Und ich hatte 3 Jahre im Kerker gesessen. Eure Legende ist übertrieben. Der Kerker ist euch nicht gut gekommen. Wir sollten nicht gegeneinander kämpfen. Eure Legende ist übertrieben. Man wird sich lange von eurer Niederlage erzählen. Ihr seid kein Kämpfer. Ja! Yeah! Fick dich, du Arsch! Ja! Yeah! Köpf ihn einfach! Worauf wartet ihr noch? Wir brauchen Anführer, Seijuro. Ihr entehrt mich. Wir brauchen euch.
Ihr seid ein großer Krieger. Ich diene nicht unter euch. Dann erschlagt mich. Nehmt meinen Platz ein. Befehligt unser Heer. Ihr seid des Wahnsinns. Apollyon steckt dahinter. Nicht Sejuro. Ich trage nicht ihren Krieg für sie aus. Der Kämpfer des Kaisers führt unser Heer wieder an. Ich ziehe nach Aschfeld. Dort ist unser Feind. Und es wird später wahrscheinlich noch schlimmer werden. Dann muss ich erstmal pinkeln.